Und du finanzierst praktisch das alles. Das heißt, du hast ja auch ein richtig großes Haus, ne? Das ist ja nicht nur dieser Bereich, sondern unten sind ja auch Katzenzimmer wahrscheinlich, oder? Nee, eigentlich leben wir da unten. Und Okay. unsere, ne, die hier fest sind. Die bevölkern quasi den Rest des Hauses. Ja, stimmt. Und was ist, du hattest gesagt, du hast fünf jetzt von denen, die nicht, Ja, vier sind drüben die so im richtig anderen scheu sind. Zimmer. Ah, die Also sind ich im habe anderen zwar, wie Zimmer. das früher in den Einfamilienhäusern war, zwei Kinderzimmer. Das sind bei uns die Katzenzimmer. Bei uns auch. Und können wir uns das andere Zimmer ansehen mit Können denen? wir, Ja? können wir. Lass uns da mal hingehen. Sternchen, guckst du raus? Ja. Du bist so klein winzig. Habe ich dir einen Stromschlag gegeben? Das war aus Versehen. Ich glaube, da macht sich gleich jemand über die Leckerlis her, wenn wir weg sind. Ja, Ich wir sehe werden das mal sehen. schon. Ach, aber eigentlich an uns sind sie gar nicht so. Nee. Es ist schon mal passiert, dass eine der Katzen hier rausgelaufen ist. Da. Ja, ist also eigentlich ja doch, es kommt vor, aber dann kann ich sie normalerweise noch mal wieder eintüten. Ja. So, das ist das andere Zimmer. Oh. Ja. Dieses Kätzchen kann auch zugreifen, ne? Ja, also die lassen sich alle noch nicht anfassen. Leider nein. Hinter Ja. dir ist noch eine. Oh Gottchen, Und das sind auch alles nein. bildschöne Katzen. Ja, wunderschön. Aber ich tue dir nichts, keine Sorge. Ich fasse dich auch nicht an. Nein, nein. Alles schön, Sternchen. Ich fasse dich nicht an. Ja, das wird schwierig sein, die zu Ja. vermitteln. Ich vermute, das ist ein Mädchen. Ja, wir wissen nicht mal das. Oh je, man kann das gar nicht kontrollieren, ne? Nee, nee. Und man weiß auch nicht, ob das dein Junge ist. Also das ist ein Kater. Also ich Es finde, sieht so ne, aus, ne? das ist so Ja. ein Bomber. Ja, und einer ist noch, ach ja, unten in der Höhle drin. Hier unten. Ja. Spielen die denn hier mit Spielsachen oder? Ja, also ich kann es nicht beurteilen. Tagsüber definitiv nicht. Nachts wird irgendwas passieren, aber ob sie spielen oder ob sie einfach hier nur so rumlaufen, Ja. schwer zu sagen. Schwierig. Also ich sag mal, wenn ich jetzt einen Reitstall hätte oder sowas, wo wirklich gewährleistet ist, dass die Tiere auch über Monate eingesperrt werden, bis die sich akklimatisiert haben, dann wäre das für diese Katzen das Beste. Kann man denn nicht so ein Zuhause für die finden, dass die da wohnen und als Mäusejäger fungieren Ja, praktisch? ich habe zwei Höfe, die haben das immer schon mal gemacht. Ja. Aber die haben natürlich auch noch ihre Oh Katzen. Gott, ja. Und bei dem Man einen weiß lebt auch man gar schon in nicht. Deckung, wenn mein Auto auf Echt? dem Hof fährt. Witzig. Ach, die Armen. Vor allem, ich könnte das zum Beispiel auch gar nicht garantieren, wenn ich einen Bauernhof habe und diese Katzen adoptiere. Wie soll ich denn zusehen, dass die sich an meinen Hof gewöhnen und nicht weglaufen, zurück zu ihrem alten Hof? Nee. Wie gesagt, lange einsperren. Ich musste mal welche übernehmen. Ich weiß nicht, Springe, Ja, Geisterforscher, ob du das kennst. Das ist das ja dieses kenne alte Restaurant von ich. früher. Ja. Da waren auch mal sechs Katzen. Ui. Und da bin ich durch Zufall drauf gestoßen und habe die alle kastriert und habe die dann da über na, ungefähr 1,5 Jahre jeden Tag versorgt, weil ich arbeite in Springe, war es jetzt nicht das Problem. Und dann wurde das Gebäude verkauft und der neue Besitzer hat gesagt, die Katzen müssen hier sofort weg. Und das war natürlich ein Problem. Und dann haben wir sie alle eingefangen. Zwei habe ich so unterbringen können noch und vier sind hier geblieben. Und die habe ich wirklich, ich weiß noch, am 2. Januar damals eingefangen und die sind bis Mai hier geblieben im Zimmer. Oh je. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und sie sind geblieben. Ja? Ja. Na Die haben dann. irgendwann die Katzenklappe entdeckt und wussten von da auch auf, wie man wieder reinkommt. Das ist dann kein Problem. Was ist jetzt mit denen? Eben. Die sind jetzt hier Die geblieben. sind hier geblieben. Okay. Die haben sich selber integriert in die Ja, Gruppe. gut. Ja, gut, wenn sie sich integriert haben und leben. Aber das ist trotzdem sehr schwer, 24 Katzen durchzufüttern. Und dann hast du welche abgegeben, kriegst schon wieder neue. Wie machst du das? Allein von einem Job könnte ich das zum Beispiel gar nicht. Wie denn? Sobald ich meine Rechnungen bezahlt habe, bleibt nicht mehr viel übrig. Also, doch, es geht. A, brauche ich für mich nicht viel. Ich bin jetzt nicht so der Partylöwe. Ne? Ich muss nicht shoppen gehen, ich muss nicht auf Ja. Party, Theater, Kino, habe ich gar keinen Nerv drauf. Wenn Ja, ich nach ja. Hause komme, bin ich froh, dass ich hier bin.
Und durch die Vermittlung kriege ich natürlich Geld rein. Ja gut, Das muss aber ich. 80 Euro? Ja, es ist nicht die Welt, Also ich ist noch nicht weiß. mal eine Kastration. Da hab ich ein gutes Agreement mit dem Ja, Tierschutzverein, also dass ich also super. eine gewisse Zuzahlung habe Ja. und den Rest trägt wer anders. Ja, Gott sei Dank. Aber gut, die anderen Sachen halt nicht. Und ja, ich habe ein paar Leute, die spenden mir schon mal was. Ja, dass ich auch mal beim Tierarzt ankomme und sagte, oh, wir haben hier noch was, wir haben hier noch einen Gutschein hängen. Ach echt? Oh, wie schön. Ja. Das ist, und auch aus dem Bekanntenkreis sind so ein paar, die sagen, ach Mensch, komm her, Ja. kriegst du mal wieder ein bisschen was. Oh, cool. Ja, das finde ich Und schön. irgendwie, ich weiß nicht, es funktioniert ja seit fast 30 Jahren. Ja, fast 30 Jahre machst du das schon. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Ich habe mal in Springe gewohnt, zwei Zimmer Dachgeschoss, voll Berufsjahr, und gesagt, Tier geht nicht. Und dann rief mich eine Bekannte an und sagte, oh, hier ist ein Kater, den müssen wir ganz, ganz dringend, der braucht ein Zuhause, wir wissen nicht, wohin damit. Angeblich kommt der aus der Versuchsanstalt, wir wissen es aber nicht. Also vielleicht war es nur so Mitleid. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme ihn erstmal und suche ein Zuhause. Und ja, der war einfach entzückend, der kleine Kater. Ne? Und dann ist er geblieben und dann haben wir damals gesagt, ja, aber alleine geht ja auch nicht. Ja. Und dann bin ich an die Katzenhilfe Hannover geraten. Hab da die zweite Katze übernommen. Und ich muss sagen, das war eigentlich das, was ich immer schon machen wollte, mein Leben lang. Tier für irgendwas für Tiere tun. Ja. Und eigentlich ging es darum, Katzen einfangen, kastrieren, zurück an ihren Platz. Ja, und das war auch anfangs so, dass ich die Bauernhöfe abgeklappert habe und die Und dann einfach. überredet habe, dass sie kastrieren lassen. Und Ja, finde ich super. das hat auch funktioniert, bis die Katzen dann verstorben waren. Dann kamen die neuen und dann, Na. nein, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ne? Boah. Könnte ich ja kotzen, ne? Kann man auch kotzen. Ne? Ja. Das ist, also mittlerweile haben wir hier im Umkreis ja nicht mehr viele Landwirte. Das geht jetzt, aber und die paar, die noch da sind, sind einfach unbelehrbar. Ne? Und auch wenn wir Kastrationspflicht Bad Münderspringe haben, Kann man die nicht anzeigen? doch, habe ich auch schon gemacht. Ja, und ist da nichts Dann, passiert? ach, dann sagt das Ordnungsamt, ja, wie viel sind sie? Man, jetzt kann ich nicht sagen, ja, wir fahren vielleicht mal vorbei. Wenn wir mal in der Gegend sind, gucken wir mal. Nee, geht gar nicht. Da musst du mir sagen, dann sage ich denen das. Das werde ich tun. Aber das Problem ist ja auch, es gilt nur für Freigänger. Und dann sagen die, ja, die laufen hier auf dem Hof rum, das sind aber nicht unsere. Nein. Ja, dann werden sie mitgenommen. Pech. Ja, aber wohin? Das ist es. Das ist es. Man muss die Erlaubnis haben, um auf dem Hof die Katzen einzufangen. Dann müssten sie dahin ja auch wieder zurück. Es geht ja nicht anders. Wo soll man denn mit den ganzen Katzen hin? Und diese Leute haben auch immer ihre Quellen, dass sie woanders wieder welche herkriegen. Das ist eigentlich so ein endloses Spiel, ne? Ja. Da kämpfst du gegen die an und die machen immer weiter und verstehen das nicht. Nee. Nein, eine Katze darf kein Geld kosten. Ne? Ja, Die ist klar. zum Mäusefangen da und das war's. Ja. Ja, so wurde früher halt auch von fast jedem gedacht. Ja. Mittlerweile ist es nun mal ein Familienmitglied und Ja. Menschen sorgen sich um ihre Tiere und auch um fremde Tiere. Ja, das ist der günstigste Fall, ne? Naja. Einige wohl immer noch nicht. Nein, aber ich Aber. meine, man muss sich ja nur mal angucken, wie gehen die Landwirte mit ihren Tieren um, mit denen sie Geld verdienen. Ja, Ne? genauso. Und wie sollen sie, Furchtbar. warum sollen sie dann für Katzen mehr über haben, wo sie nichts mit verdienen? Ja. Ja, es ist echt traurig. Finde ich auch. Es sind bestimmt nicht alle Landwirte so. Ich will jetzt Nein, auch gar nicht alle über nein, einen Kamm das scheren. kann man auch nicht. Aber ich habe selbst schon so viele Bauernhöfe gesehen, wo einfach verlauste Hunde und Katzen rumlaufen, die eigentlich wirklich nur als Vieh da gesehen werden zum Ja, Mäusefangen und mehr ist es auch nicht. genau. Ja, Ja, es ist leider so. Katastrophe. Ja, und aber das ist ja auch der Grund, warum wir das Ganze hier machen. Wir versuchen, desto mehr, desto besser Leute aufzuklären. Und ich hoffe, dass das auch viele erreichen wird und sie Wäre dann auch schön. Ja, einfach, wissen, ne? dass eine Freigängerkatze kastriert sein muss, gechippt sein muss oder tätowiert am Ohr. Ja. Wobei eine Teto verblasst meistens nach ein paar Jahren. Ja. Ja, das ist also ganz selten, dass man wirklich noch die richtige Nummer lesen kann. Okay. Man sieht dann, wir machen es immer mit den Scheuen, die dann auch wieder mal zurück können an ihren Platz. Ja. Wenn dann noch mal einer drauf stößt und sieht, da ist was Grünes im Ohr, das reicht schon, dann weiß er, die ist kastriert. Braucht er Ah, sich nicht okay. kümmern. Und
Ist es auch schon mal vorgekommen, dass du eine Katze geholt hast, die nicht kastriert war, nicht gechippt war? Du hast es dann alles durchgeführt und dann hat sich der Besitzer gefunden? Wir hatten das im Sommer tatsächlich gehabt. Das war ein Kater und das war in Nienstedt. Der hat da auch die anderen Katzen tyrannisiert, sage ich mal. Daraufhin hat man mich gerufen. Wir haben die Katze eingefangen. Es war ein Kater. Ich habe ihn kastrieren lassen. Und der war aber auch relativ zutraulich. Und ich sage, Mensch, dann, ihr habt eine WhatsApp-Gruppe in dem Ort. Schickt das mal durch. Und ja, hat sich ratzifatzi einer gemeldet. Sagen wir, das ist unser Kater. Die kamen dann. Und ich habe gesagt, wir haben hier Kastrationspflicht. Das verstummen sie gar nicht. Sie war Nein. regelmäßig beim Tierarzt Was? und er hat sie da nicht drüber aufgeklärt. Naja, ein Kater bringt keine Kleinen. Ach so, und der Das Tierarzt ist hat nicht gesagt, Sie müssen jetzt Ihre Katze kastrieren oder Ihren Kater? angeblich nicht. Glaube ich nicht. Das kann Weiß ja ich wohl nicht nicht. sein, dass ein Tierarzt nicht zu einem Menschen sagt, der Vielleicht einen wird es ausgewachsenen mal so Kater hat. hin, mal gesagt, wollen wir sie mal kastrieren lassen? Und er heißt, ja, machen wir irgendwann. Aber auch Tierärzte wollen sich ihre Kundschaft nicht vergraulen. Ja, aber die wollen doch auch was verdienen. An der Kastration verdienen die doch ein bisschen was, oder? Ja gut, ist Ja. ja natürlich so, dass wenn du deine Katze oder deinen Kater nicht kastrierst, besteht natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass es irgendwann krank wird. Ja, Und dann kommst okay. du noch Ja, mal ja. wieder. Ja. Also ich kann es jetzt nicht sagen. Sie haben alles bezahlt. Ja. Sie haben ihren Kater wieder mitgenommen. Okay. Und Waren dankbar, ja, dass ja, dafür, dass ja. du da sie aufgeklärt hast und die Katze schon mal kastriert Genau, hast. genau. Ja, dann ist doch gut. Ja, also das kommt auch selten, aber es kommt auch mal vor. Ja. Ja, schade, dass das mit dem Anzeigen nicht so funktioniert, ne? Kastrationspflicht und dann, Ja. was wird dann passiert? Also, was passiert denn? Da passiert gar nichts. Da zeigst du Eigentlich, sie an und da passiert nichts. ja, also auch in Springe, ich habe es schon gehabt, dann fahren sie zu den Leuten hin, sagen, ja, nee, wir sind ja nicht unsere Katzen und dann machen die einen Haken dran. Aber wie, das kann ja nicht sein, dass sie dann trotzdem unkastrierte Katzen frei rumlaufen lassen. Dann müssen Sie sie doch sehen sie ja eingefangen nicht, sie werden. sehen sie ja nicht. Das ist ja das Problem. Na, also die scheuen Katzen, die stehen ja nicht parat da und sagen, kastriert uns. Na, okay. Die laufen irgendwo rum und wir haben das im Schrebergarten schon einige Male gehabt. Ja, die können überall hingehören. Ne? Die kann man einfach nicht wirklich zuordnen. Ich bin immer froh, wenn ich da Leute kenne, die einen Garten haben, die sich kümmern, die dann sagen, Mensch, da ist wieder eine, wir müssen. Ja, Ja, verstehe. es ist schwierig. Ich Endloser meine, Kampf. ich kann auch die Ämter zum Teil verstehen. Weil was sollen sie denn machen? Die haben nicht die Leute, die haben auch nicht die Möglichkeit, die Tiere irgendwo unterzubringen, wenn dann gingen sie ins Tierheim. Mir hat mal eine Bekannte gesagt, die sich politisch ein bisschen, also im Tierschutz engagiert, die sagte, Mensch, ihr müsst das melden. Bringt die zum Ordnungsamt. Ja, aber soll ich so ein Tier nehmen, kommen Sie und auf den Schreibtisch stellen? Ja, das ist ja, was soll das Ordnungsamt denn vom Schreibtisch aus Ja, machen? die müssten dann das Tierheim informieren, aber dann gingen sie alle ins Tierheim. Ne? Ja, Und gut, das aber wäre täte das mir nicht dann. besser? Ja, was täte mir für die Tiere leid? Warum ist das nicht so schön im Tierheim? Doch, das ist ja ähnlich wie hier, aber ich glaube immer noch, erstens kämen sie da richtig in Quarantäne. Das heißt, eine kleine Box, 10 Tage, wenn's schlecht läuft, 14 Tage. Ja. Und wenn das dann solche Tiere, soll man die ins Tierheim bringen? Ja, die sind ja eigentlich eher Freigänger, ne? Ja, das ist, und die finden da nie ein Zuhause. Die, also Ja. die würden den Rest ihres Lebens hinter Gittern bleiben. Stimmt. Aus dem Tierheim ist es schwer, sowas zu vermitteln. Ja. Kätzchen, ist okay. Und ich meine, wenn ich da jetzt wirklich keinen geeigneten Platz finde, wenigstens für 2 oder 3, dann wird es halt so sein, dass im Frühjahr, wenn das Wetter schöner ist, dass dann die Tür aufgemacht wird und Und dann dürfen sie raus. dann dürfen sie raus. Ja, aber was, wenn sie zurückkommen? Also zurück zu dir jetzt Ja, das so. sollen sie ja. Ach so, da Ja, sollen die sollen jetzt nicht im Nirvana verschwinden, ne? Die Okay. sollen dann schon hier wohnen. Ah, okay, ja gut. Dann irgendwann hast du dann nicht irgendwann zu viele Katzen, so dass du dann sagst, das ist zu viel? Wobei die Ja. wollen nicht viel, ne? Die wollen einfach nur gefüttert werden. Genau, Mehr wollen sie genau. Also nicht. die haben jetzt keinen Anspruch an mich Ja. oder meinen Freund oder Ja. an sonst was. Die wollen ihr Essen haben, ihr warmes Plätzchen im Winter Ja. und mehr eigentlich nicht. Von daher sind die völlig unkompliziert. Und ich denke auch immer, Leute, die schon 2 haben, diese kraulen können, die auf dem Sofa liegen. Ja. Warum nicht so eine dazu? Ja, ne? Die Einfach stört doch weglaufen, nicht. dass die stört Ja. nicht. Die,
Die musst du nur ein bisschen füttern, ab und zu zum Tierarzt, wenn es krank ist oder so. Ja. Aber meistens sind das so robuste Ja, Tiere, die werden gar genau. nicht krank. Wenn die so, also jetzt schon Mittelalter haben Mhm. und bisher nur draußen gelebt haben, dann sind die auch wirklich Ja. robust. Ja gut, ich weiß nicht, ob die sich mit Apollo und Cosmo verstehen würden. Und das würde mir auch total leid tun, wenn ich die einen kuschel und die so komplett vernachlässige. Aber ich glaube, die wollen das so gar nicht, Die ne? wollen es nicht. Mhm. Also ich werde umstrukturieren am Wochenende. Ja. Ja, die Messis, also Flauschi und Krumm, die ziehen nach unten ins Arbeitszimmer. Und ich werde versuchen, Sternchen mit zweien Mit zwei zu von diesen hier. vergesellschaften. Ja, also einmal die drin noch im Käfig ist, die kommt raus natürlich. Und noch eine hiervon. Und gucken, ob das vielleicht ein bisschen Input bringt, ne? Dass Ja. man sieht, Sternchen wird gepuschelt und spielt und Ja. vielleicht lernen sie ein bisschen dadurch. Wird nicht von heute auf morgen gehen, aber. Ja, das ist doch mal eine gute Idee. Ich hoffe, dass das klappt. Ne, Das wäre Kätzchen. schön. Das wäre Hab keine schön. Angst. Ja, du brauchst keine Angst haben. Nein, nein, brauchst du nicht. Süß. Oh je. Wolltest du mich gerade anfauchen? Nein? Okay. Naja, solange es nur beim Fauchen bleibt. Wie ist das denn bei deinem Freund? Also mag er das auch, dass hier so viele Katzen sind? Mag er deine Tätigkeit? Oder sagt er, oh, irgendwann ist mir das zu viel? Naja, als wir uns kennenlernten, hatte ich 12. Und Hm. das war das Erste, was ich ihm gesagt habe. Ja. Und wenn die Reaktion entsprechend ausgefallen wäre, hätte ich keine Zeit mehr investiert. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Nee, er kann, ihm tut es einfach auch alles leid. Und wenn ich Ja. dann wieder so einen Fall habe, dann macht er, ja, dann fahr mal. Mach. Oh, wie schön. Das ist doch schön, eine richtige Liebesgeschichte. Ja, toll. Dann verabschiede ich mich von den ganzen Katzis und gerne auch von dir. Vielen, vielen Dank für dein Interview. Und Ja. gibt es noch etwas, was du sonst den Leuten mit auf den Weg geben würdest? Ja, rechts und links immer gucken. Immer gucken, wo was ist. Hm. Und nicht einfach drüber wegsehen und irgendwer wird sich schon kümmern. Hm. Das ist das A und O, dass man einfach selber mal eingreift und was versucht zu tun. Ja. Okay. Wie ist eine letzte Frage noch? Ich habe zum Beispiel öfter gehört, dass Tierheime nicht so gerne Futterspenden annehmen. Ist das so? Also so viele Tierheime habe ich jetzt nicht Kontakt. Hm. Was mir auffällt, ist, wenn man auch so die Spendenboxen sieht, die so in den Supermärkten sind, da ist ganz oft wirklich nur das mega Billigfutter drin, als wenn Tierheimtiere so zweite Wahl sind. Die brauchen nicht kein gutes Futter. Und das wird auch in Tierheimen nicht mehr so sehr viel verfüttert. Und ich glaube, deswegen sagen die manchmal, Das heißt, sowas wie Felix, Whiskas, Kittikat, Ja, das geht ja noch, aber wenn man dann so die das geht Eigenmarken hat, noch? naja, was heißt, das geht noch, aber wenn man dann so die Eigenmarken hat, die ja jeder Supermarkt für sich hat, da Aber ist die ja, sind manchmal sogar besser als die aufgezählten. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also unsere mögen es alle nicht. Okay. Ich kriege ab und zu ja auch mal Spenden, ne? Das sind dann auch so diese Billigsachen. Ja. Da kann ich dann mal eine Dose untermischen pro Tag, wenn es Ja. hochkommt. Ne? Aber dann ist das, wie gesagt, auf 24 Katzen kriege ich dann nur ein Ja. Bröckchen ab. Das ertragen sie aber ansonsten. Mögen Ja, sie es man nicht. muss ja auch nicht das Schrottfutter füttern, ne? Auch wenn es Tierheimtiere sind, die haben auch ein gutes Leben, ein gutes Ja, Futter verdient. Von daher, das denke ich auch. Ne? ich Und denke nur, viele Menschen sind da nicht genug informiert genau. oder wollen es auch gar nicht einsehen. Meine Katze frisst seit 17 Jahren Whiskas, warum soll ich jetzt was anderes füttern? Ja. Und dementsprechend kaufen sie das Futter auch für die Tierheimtiere und spenden es dann Ja, in die Box. ja. Na, weil sie vielleicht gar nicht wissen oder gar nicht verstehen, dass Tierheime solches Futter auch nicht mehr füttern. Ja, So. das ist schon so, ne? Das ist, also der Fressnapf in Springe, das geht, glaube ich, noch zur Tierhilfe Südkorea, Südkreta. Ja, ich sag mal so, bevor die gar nichts kriegen, ne? Ja, genau. Sind die wahrscheinlich dann auch wirklich froh. Ich denke auch, ne? Aber Aber. hier in Deutschland, die Tierheime oder die Pflegestationen, die Ja, gucken schon auf die Ernährung der ja, Katzen, ne? Oder eigentlich, Hunde. also die meisten machen es. Ja, den finde ich auch gut. Ist ja auch, Ja, soll ja auch so sein. das denke ich auch, aber es ist natürlich auch gerade bei Katzen schwierig, sie umzustellen. Ja, das stimmt.
wenn sie von Anfang an nur Whiskas oder Felix gefüttert Ja, wurden, das ist schwierig, denen was anderes. genau. Das ist, und dann vielleicht versucht es der ein oder andere auch mal, ne? Ja. Und gibt es dann aber einfach auf, bevor die Genau. Katze immer vor einem sitzt und Also ich habe mault. das mit dem Trockenfutter bei Apollo aufgegeben. Er braucht Trockenfutter zusätzlich zu seinem Mia More Futter, weil das nur Ergänzungsfuttermittel ist, weil er nichts anderes will. Cosmo, kein Problem, er frisst alles. Aber Apollo, so eine Meckerliese, ey. Katastrophe. Meine Katzen sind so verwöhnt sind nur die Prinzen von England. Ja, aber weil man nicht rechtzeitig auch, weil man auch das Durchhaltevermögen selber nicht hat. Oh, ich habe einmal 3 Tage durchgehalten. Das mache ich nicht mehr. Da hat mir das Herz und meine Augen geblutet. Und er wollte es nicht fressen. Ja. Ich habe auch schon mit Untermischen probiert. Sobald er auch nur ein Körnchen von was anderem kommt als das, was er mag. Ne. Deswegen muss ich zusätzlich Trockenfutter dazu anbieten zu seinem Fressi. Aber ich sorge auch dafür, dass die viel, viel, viel trinken. Ne. Ja, das ist, Von davon daher. gehe ich jetzt aus. Ja. Also es ist nicht optimal, Trockenfutter zu füttern, aber bei mir habe ich das Gefühl, geht nicht anders. Vielleicht irgendwann wieder, aber momentan fehlt mir echt der Nerv dazu, die davon Ja, aber abzubringen. da streiten sich die Geister, ne? Es gibt Leute, Ja. die schwören, sagen nur Trockenfutter und jetzt nicht nur wegen, weil es wenig Arbeit macht, sondern weil die wirklich sagen, nee, das ist auch Tierärzte sagen Trockenfutter super. Tierärzte sagen alle, Trockenfutter ist Ja. super. Die sagen, das Futter muss nicht sein. Trockenfutter reinigt ja auch die Zähne. Ne? Ja, also. Aber würde ich jetzt so nicht Nee, unterschreiben. ich auch nicht. Ich auch nicht. Also ich habe auch, bei uns steht immer Trockenfutter, damit sie eben was haben, wenn ich nicht da Ja, bin. eben. Also bei dir würde ich da auch gar nicht irgendwie großartig drüber nachdenken, von Trockenfutter abzukommen, weil du hast so viele Katzen. Das wird ohne Trockenfutter gar nicht möglich sein. Nee, es funktioniert auch nicht. Und im Ja. Sommer hat man das gleiche Problem wie im Winter, bloß umgekehrt. Ja, Gehe ich morgens um 7 viel aus zu dem Haus warm. und stelle alles raus und sie sind noch on Tour. Ja. Ja, dann ist es gammelig. Genau, so ist es. Habe ich mir auch gedacht. Ja, okay. Vielen, vielen Dank. Wie ist es denn? Beim letzten Mal haben ja einige Leute gespendet. Na, Habe ich vielen, mich vielen Dank riesig dafür. gefreut, ja. Also da war ich völlig geplättet. Und darf ich deine PayPal-E-Mail-Adresse mit dazu schreiben, dass die Leute weiterhin für dich spenden können? Das darfst du, da freue ich mich. Sehr Und gut. wenn irgendeiner sich findet, hier im Umkreis von 100 Kilometern von Hannover, der eine Kätzchen übernehmen würde, am besten noch so ein schwarzes, scheues, Ja. dann wäre das noch viel besser. Ja, sehr gut, sehr schön. Also hier ist wirklich eine Pflegestelle für Katzen, die aktiv nach Menschen sucht, die ein Kätzchen adoptieren möchten. Na, ihr könnt euch gerne bewerben, schreibt einfach eine E-Mail. Ich habe das euch in die Beschreibung hier hinterlegt und schreibt ein paar Sätze zu euch, ruft an und kommt in Kontakt. Hier sind jede Menge Kätzchen, die gerne ein neues Zuhause hätten.